Jetzt also, wenn sie eingeweicht sind, ja, die habe ich jetzt etwas mehr als zwei Tage sogar drin gehabt. Und ist immer noch ähnlich anzuhören. Also ohne dass man die beschädigt, werden sie offenbar nicht so schnell, wo sie aufquellen haben. Dann tun wir die jetzt aussäen. Einpflanzen kann man sie ja noch nicht, sie ist ja keine Pflanze. Darum sagt man nicht einpflanzen. Das hat auch damit zu tun. Dass es Samen ist, tut man ein Eis aussäen. Das heisst, vier Stück habe ich. Zwei mache ich schnell auf die Seite. Dann habe ich hier ein Substrat. Mache ich zwei hier drei. Das ein bisschen andrücken hier. Ja. Einen hier und einen hier hin. So, hier oben drauf. An was mich das Geräusch erinnert? Wenn ich eine Katze im Katzenkistchen gehe, buddeln gehe. Jetzt können wir das zudecken. Ja, muss noch ein bisschen weiter hinten machen. He. So. Dann das andere nach vorne. Ein bisschen drei. Vier genug ist es. He. Super. In diesem Fall wird das nachgeschrieben, weil das ist etwas anderes. He. Und dann schauen wir wieder, wenn da etwas passiert. Oder was ich mache. Auf jeden Fall steht das nicht mehr, wo das Tageslicht hat, ohne direktes Licht. Das, was wir hier sehen, das ist nur Licht, das so hell ist, damit man beim Filmen das gut sieht. Mal eine Minute wieder reingeschaut. Ich schaue ab und zu rein. Hier ist mir etwas aufgefallen. Ich habe keine Ahnung, was es ist. Also, wachsen tut davon nichts. Wahrscheinlich wächst auch nichts, wenn man es gesehen hat aufgrund von den anderen. Aber irgendwie interessant sieht aus, dass man hier so ein seltsames Gebilde haben. He? So. Wie Wurzeln sieht das aus? Vielleicht bildet sich da auch irgendein Pilz. He? Keine Ahnung, was das ist. Sieht auf jeden Fall interessant aus zum Schauen. Wie ein Blitz. He? Ja, beobachten wir weiter. He? Bis jetzt ist noch nie etwas geheimt. Ja, ist gerade ein bisschen enttäuschend, wenn man hören sollte, dass das Zeug schneller geheimen sollte. Keine Ahnung. In keiner von diesen Varianten ist irgendwas passiert. Hier habe ich jetzt einmal ein bisschen Wasser nachgegeben. Nachdem es hier unten geheimen hatte, dass es nicht zu trocken wird. Bei dem habe ich auch einmal ein bisschen Feuchtigkeit rein. Es hat mich langsam gedacht, es wird zu trocken. Bei dem habe ich jetzt gerade Wasser nachgefüllt, dass man da unten, wenn man es kippt, wieder sieht, dass es feucht ist. Und jetzt, was mache ich jetzt? Jetzt habe ich da nochmal drei Stück genommen. Jetzt lege ich noch einmal bei jedem einen rein. Tue die nur ganz leicht einbuddeln, so dass ich es eigentlich fast noch sehen kann. Das heisst, ich habe die nicht behandelt, habe mit denen gar nichts gemacht. Ich nehme den einfach, lege den hier oben rein, drücke ein bisschen an, fertig und gut ist. Das heisst, so, hallo, dort sehen wir den Pollen, den dunkelbraunen, den legt jetzt einfach so oben drauf. Und dann hoffen wir doch, dass das irgendeinmal schon mal geheimt hat. So, sieht nämlich richtig lässig aus, so ein Bäumchen, hat gerne so ein Bäumchen. Hier ist auch nichts passiert. He. Das tue ich einfach hier reinstecken. So. Und lasse es so, wie es ist. Dann kommt wieder ein Deckel drüber. Was ich jetzt dann aber etwas anderes machen werde bei diesen Sachen. He. Hier ist auch nichts passiert. He. Hier auch, dann machen wir hier weg, rein, oben drauf. So, dann sehe ich auch, ob und was sich dann verändert hat, wenn ich sie noch sehe, diese Sömmchen. Ja.
Und dort, wo sie jetzt gestanden sind, funktioniert die Heizung nicht. Die ist momentan außer Betrieb gesetzt, weil die zuerst muss repariert werden. Darum kommt dann auch keine warme Luft mehr rauf. He? Am Fenster ist es auch kalt. Also, lasse ich das ganze Zeug jetzt einfach einmal hier hinten stehen. Da sind ja keine Lichtkeimer. He? Das heisst, also das da, Zeug hier, die lasse ich mal hier stehen. Und das Glas hier lasse ich auch hier stehen. Hier innen ist es warm, aber nicht heiß und nicht kalt. He? Und die stelle ich wieder auf den Heizkörper. Das habe ich mittlerweile auf einen anderen Heizkörper gemacht. Wie gesagt, der andere Heizkörper ist ja Kiel. Wird demnächst einmal gemacht werden sollen wählen. Ja, ja, also in dem Fall warten wir mal ab und schauen, bis da etwas passiert. He? Jawohl. Hier tönt es jetzt wie in einem Raum. Ich bin hier im anderen Ort, wo ich das jetzt angemacht habe. Auf der Heizung, auch wieder auf diesen Metallblättchen. Und wenn mich das nicht täuscht und das so aussieht, wie es aussieht, dann könnte das sein, dass hier langsam etwas vor sich geht. Ich probiere es irgendwie zu zeigen, es spiegelt halt. Hier innen sieht es aus. Ja, ihr seht, da ist irgendwas drumherum. Vermutlich passiert da jetzt etwas. He? Beobachten wir das weiter he? Und ja, hoffen wir, dass da mal ein Pflänzchen zu wachsen kommt. He? Das wäre toll. Ja, da ist überhaupt noch nie etwas passiert. Da sind jetzt gleich mal mehrere Monate vorbei. He? Wegen der 9., 30., 11. He? Ja. Fast 2 Monate, nein, 3 Monate. Jetzt schauen wir mal alles rein und schauen das mal kurz genauer an. He? Fangen wir mal zuallererst das hier an mit dem Gürtel. He? Ich habe ja auch noch mal etwas nachträglich oben drauf gelegt. Und dann mal ein Stück Papier. Dann haben wir ein paar Sätze. Ich mache jetzt hier gerade ein bisschen Erde wegmachen um den Samen drum, den ich hier reingehauen habe. He? So. Da waren wir rein. He? Nein. Schmeckt nicht so, als wenn da innen etwas kaputt gegangen wäre. Okay, finde ich gerade nichts. Ein bisschen komisch. He? Dann spiele ich den mal schnell abspielen. Dann hätte ich das so jetzt so leicht abgespielt. He? Schauen wir den mal schnell ein bisschen näher an. Hier hat es wie eine äußere Schicht, die auch wegkommt. He? Wir sehen hier, wo sich das auflöst. Jetzt tun wir das hier noch ein bisschen mit dem Papier kurz abreiben. Fühlt sich. Ja, wir sehen, jetzt kommt das die äußere Haut weg. He? Ist hier innen wie das Somme quasi. Und dann nochmal zurück, he? Sonst sieht man nicht wirklich viel. Ich kann es nachher immer noch anzoomen. Und zerbrochen. Er ist gerade zerbrochen, he? Der ist jetzt gerade durch. Der hat sich aufgelöst. Schauen wir mal an. Näher geht es nicht mehr, he? Wahrscheinlich. Das ist alles. Wir sehen schon. He? Von hier aus müsste es eigentlich wachsen. Ja, dort, wo es so hellweiss ist, also heller raus scheint, genauso im oberen Bereich, aber da ist auch nichts gewachsen. Wahrscheinlich hat sich der andere Samen da drin einfach weiter aufgelöst. He? Ja, nichts dergleichen. He? Also, schauen wir mal hier noch rein. Dann haben wir das hier. He. Hier habe ich auch noch einen oben drauf gesetzt. Eigentlich sollte ich hier unten drinnen auch noch haben. Vorsichtig. Nein. Hat sich nicht drumherum gebildet. Da sind noch die ganzen Steine dran. He.
bisschen festgeklebt hier drinnen. Ich möchte die Steine vorher wieder abknüppeln haben. Grob. So. Dann legen wir die aufs Papier und schauen das auch mal an. Wahrscheinlich genau das gleiche Bild. Nein, da ist sogar. Da ist sogar matschig. Ja, da ist sogar matschig. Also ja, wenn wir da dann rutschen wir ihn da rauf. So. Und das anschauen. Seht ihr, da lässt sich sogar schon verdrucken. Da ist innen eben weich und matschig geworden. Da hat sich auch nichts entwickeln können. Deswegen ist auch nicht gewachsen. Ja, jetzt probiere ich dann. Was probiere ich noch aus? Keine Ahnung. Die wollen einfach nicht wachsen. He? Ja, dann bleibt noch das da übrig. He? Hier. Sieht es gleich aus, wenn ich das so erkennen kann. He? Da hat sich nichts entwickelt. Nein. Ja, auch da haben wir sehen. Da verbröselt auch. Da kann man auch alles abpellen. Da ist auch nirgendwo. Da ist er auch schon kaputt. He? Sehen kann. Da, he, das ist ein Matsch. Also in dem Fall schauen wir mal, was es sonst noch für Möglichkeiten gibt. Und für die nächsten Versuche brauche ich wieder ein Glas Wasser. Ja, und in das Glas Wasser rein machen wir wieder ein paar Samen. Ich nehme 5 Stück, dann habe ich genug. Jetzt tun wir die mal innen mal einen Tag quellen lassen. Es sind 2 Tage vergangen. Ich habe gewartet, bis das ein bisschen aussieht, als wenn irgendwas quillt. Einer von denen ist ziemlich aufgequollen. Jetzt nehmen wir die mal raus und schauen die mal an. Ein Stück Papier. Schauen wir das gerade. He? Nehmen wir mal den einen hier innen raus. Ja, da kann man schon ganz gut erkennen, he? Wie der aufgefallen ist. Jetzt probiere ich hier mal zuerst das ganze Geschleime wegzumachen, he? Die äußere Hülle quasi. Gut, seht ihr? Man kann jetzt das ganz gut erkennen. Da ist es noch dran und im oberen Teil ist es weg. He? So. Und jetzt mache ich das so, das war meine nächste Überlegung, eben, wo ich gesagt habe, etwas Neues probieren, dass man zuerst die komische äußere Schicht wegnimmt. Vielleicht ist wegen dem alles vergammelt, weil die noch dran ist. Ich möchte gerne sogar noch ein bisschen weitergehen. Wir sehen es hier schon. Das hier innen ist der weiße Kern. Jetzt probieren wir die quasi wie zu schälen. Da muss man sehr, sehr vorsichtig sein. Vielleicht kann ich es einfach abstreifen jetzt. Es ist noch zu wenig aufgequollen, das Ganze. Ich nehme nicht mehr das Messer, ich probiere das nur mit dem Nagel. Das hier, so mit dem Nagel wegzukriegen. Da. Aber es geht auch so schon, da sieht man schon, wenn etwas passiert wäre da unten. Wenn etwas rauswächst. Da wächst schon etwas raus. Spannend. Aha. Okay. Also, jetzt packe ich alle aus. Besser als das ist es nicht gegangen. Ich habe Angst, dass ich sie dann verletze. Das ist ziemlich hart noch. Aber am oberen Teil, wo man ja sehen konnte, wo es aussieht, dass wenn etwas rauskommt. Und bei den anderen, die sind noch alle zu hart gesehen. Das ist, hat sich noch nicht so gut wegschellen lassen, wegnehmen. Aber ich habe es hier befreit, wo eigentlich der obere Teil ist. Beziehungsweise der untere Teil, der rauskommt. Da habe ich es überall leicht mit dem Messer ein bisschen angekratzt. Ja.
Und das heisst, der hier, hier tue ich jetzt wieder hier rein und diesmal schaue ich, wo ist unten, also das mit dem weißen Ding, das wir gesehen haben, das kommt unten, das mache ich jetzt so hier in die Erde rein, Deckelzeugs drauf und dort oben sehen wir, schaue ich da jetzt noch ein bisschen raus. Die anderen, die tue ich jetzt noch einmal ins Wasser rein und stelle sie wieder da hin, bei der Heizung. Einen Tag später, da kann man jetzt ganz gut sehen, dass das etwas genutzt hat, wie das Ganze aufgequollen ist. Jetzt probiere ich das auch auseinanderzunehmen und den Kern innen freizulegen. Das scheint doch ziemlich gut so zu funktionieren. Den Kern ein bisschen festhalten, mit dem Papier drüber reiben, bis sich das ablöst und die ganze Haut wegkommt. Vorsichtiger sein, dass man den Kern nicht so sehr verletzt hat, wenn man da mit den Fingernägeln drauf kratzt. Habe jetzt also alle so schön geputzt. Und jetzt müssen die ganzen natürlich noch einmal rein. Hier hätten wir das, was ich schon einmal so drin hatte. Ich nehme es genau das gleiche wieder. Mache einfach zwei hier rein. Lege sie hier oben drauf. Tue sie leicht andrücken. Dass sie in der Erde bedeckt sind, ganz wenig. Hier ist ja mehr als genug Licht an die Erde. Dann habe ich auch noch das Glas hier. Auch hier, wo ich einen drin habe, mache ich die zwei auch nochmal rein, nebendran. Was ich gerade gesehen habe, was mir aufgefallen ist, ist erst noch nicht lange her. Irgendwie sieht das hier etwas komisch aus. Ich stelle es schnell an, zum an. Hier ist schon ein Belag, irgendwie, wie wenn das schimmeln würde wollen. Sieht seltsam aus. Und mit dem Finger drauf gegangen. Ach je. Ach je, funktioniert das nicht. Mit dem Finger drauf gegangen, das ist ganz weich und flutterig. Oh je. Da ist Matsche. Da ist Matsche, hä? Der andere auch. Ja, der andere auch. Ja, und dann tun wir das einmal hier reinschütten, hä? Das sollte ja eigentlich etwas drin sein. Vielleicht sehe ich es jetzt. Oder sehe ich es eben nicht. Irgendwie sehe ich gar nichts bis jetzt. Da fällt nichts raus, hä? Ja. So, da ist irgendwie nichts mehr zu erkennen. Das muss irgendwann schon rausgekommen sein. Ohne, dass ich jetzt das noch weiss. Habe ich wohl vergessen, dass ich da etwas gemacht habe. Keine Ahnung, da ist einmal kein Kern entgegengekommen. Den anderen, was passiert hier? Auch nicht viel. Gar nichts. Das heisst, das wird hier innen auch beendet. Und bei allen anderen ist auch alles beendet. Hier starte ich dann einmal noch einmal neu und schließe es dann hier gerade an dem Ende von dem Film, der ein Film dann wird. Dann gebe ich mal kochend heißes Wasser drüber und tue die mit dem heißen Wasser übergießen. Ja. Das muss man raus. Ja. Gut, ja. Und jetzt tue ich den noch schnell abspielen. Gut, das war's gesehen. Dann nehmen wir die gerade und tun sie dort rein, wo die anderen Sachen schon drin sind. Das heisst, hier innen, wo immer noch nichts passiert ist, tue ich die jetzt auch noch hier rein. Und auch die anderen so mit drinnen. Und nebendran, wenn noch nicht geheim sind, jetzt mache ich die einfach mal hier rein. Zusätzlich. Es kann doch nicht sein, dass nichts geheimt. Die müssen doch keimen, Mann, die sind frisch.
frisch vor Frucht, frisch gegessen. Und das Ganze hier ein bisschen leicht zudecken. He? Nur ganz wenig, dass sie ein bisschen feucht bekommen. Jo. Da scheint auch wieder einer aufgegangen zu sein. He? Also da ist einer, der aufgegangen ist. Die gehen nur auf, aber sie keimen nicht. Was ist denn los mit diesen Dingen? Scheint so einfach zu sein, wenn man andere ihre anschaut. Aber bei mir wollen die nicht keimen. Eben, vielleicht muss ich mal im Asialaden noch schauen. He? So. Da auch, he? Da ist auch einer, der aufgegangen ist. Die aufgegangen sind, das jetzt gerade oben so. He? Okay. Und dann ist hier natürlich immer so der Deckel ein bisschen drauf. He? Und ab und zu tun ich es wieder nass machen und feucht halten. Wir sehen hier, dass wir nichts sehen. He? Ich hatte schon ein bisschen rumgegusselt. Also, da ist effektiv nichts gekommen. He? Da oben war es ja schon wieder zu trocken gewesen. Die haben einfach nicht wachsen. Also sind offenbar die, die ich hier hatte, he? Aus dieser Schachtel hier innen, he? Sind irgendwie nichts gewesen. Die waren nicht geheim. Jetzt ist es so, dass meine Mutter bekommen hat. Die hat auch noch eine Schachtel gehabt. Die blende ich euch schnell ein. Die Schachtel hier, he? Sieht nicht gleich aus wie die, die ich habe. Wenn wir jetzt hier mal ein paar vergleichen, die ich hier noch habe, von mir. Das sind die von mir. He? Das sind die meiner Mutter, die sie mir gegeben hat. Die ist einfach aus einem anderen Laden. He? Ja, und wir sehen einen Unterschied. He? Die links sind dunkler und die rechts sind heller. Es hat zwar eine längere Trumpf, so lange habe ich nie drin gehabt bei mir, aber die Farbe sieht einen Unterschied aus für mich. Und jetzt hoffen wir, ich probiere es mit denen auch einmal, ob das mit denen funktioniert. Weil auch die anderen im Papier drin, die haben auch nicht funktioniert. Ich habe sie immer noch drin gelassen. Das kann ich so gerade fortschießen und mache das gleiche nochmal. Einfach nur einmal hier in diesem Papier drin, mit einem wiederverschließbaren Beutel und nehme die hier dazu. He? Da wären sie jetzt drin. Ich habe 7 Stück genommen. Dazu etwas sagen wird jetzt noch, und zwar ist es vielleicht keine Ahnung, aussagekräftig oder nicht, aber die sind süßlicher gewesen, und also jeder, den ich jetzt gegessen habe, und die andere von der anderen Sorte, andere Art, wo sie herkommen, die sind eher säuerlich gewesen. Das ist mir jetzt gerade beim Essen aufgefallen.